Wir leben aktiv, wie wir auf die Idee kamen, heute DSA 1 zu spielen. Das ist daraus entstanden. Markus hat uns gezwungen. Nein, Michael hat mich darum gebeten und er hat nicht aufgegeben. Und um die Wahrheit zu sagen, hat Markus irgendwann mal erwähnt, das wäre ja lustig, mit Michael, es ist DSA, Mingers, zusammen DSA zu spielen. Aber wenn, dann natürlich DSA 1, weil puh, und leider ist für Michael sehr angestellt, aber Ulysses und kann sich nicht ausreichend wehren. Und ich glaube, Olaf und ich sind vor allen Dingen hier, um zuzuschauen. Und Frischheit. Pizza. Ja, das hilft auch. Aber ja, gut, die Pizza gibt es erst danach. Oh. Deswegen legen wir jetzt dann einfach tatsächlich mal los. Und zwar, wie sich das gehört. Wir machen das so, wie ich das noch von früher kenne. Also ist das danach, auch wenn wir alle tot sind? Michael, benimm dich. Du weißt, was sonst passiert. Jetzt ein letztes Mal, noch ganz sanft. So, also. Wir machen das so, wie sich das gehört. So, wie ich das noch kenne, als ich damals das ganz, ganz vielen Leuten beigebracht habe. Im zarten Alter von 12, 13. Wo ich das immer gespielt habe, in jedem Urlaub und so weiter. Ja. Das war da, wo du noch flüssig warst. Das war eine tolle Zeit. Also, und zwar erkläre ich euch erstmal ganz grundlegend Ruhe da drüben. Die Regeln. Die Sache ist ernst. Das ist ein ernstes Spiel. Ich habe mitgebracht. Ich habe gehört, dass man bei Rollenspiel keinen Spaß haben darf. Dokumente der Stärke. Gerade bei DSA nicht. Darf ich dir einen Dokument der Stärke überreichen? Oh, ja, das ist sehr gerne. Das ist ein Dokument der Stärke. So, und die Erschaffungsregeln bei DSA 1 sind tatsächlich großartig. Jeder von euch nimmt jetzt bitte einen sechsseitigen Würfel. Das wird jetzt etwas kompliziert. Ihr habt hier oben Eigenschaftswerte, nämlich Mut, Klugheit, Charisma, Geschicklichkeit und Körperkraft. Und ihr würfelt jetzt für jeden dieser Werte, ich sage dann immer, was gerade gewürfelt wird, mit diesem W6 und addiert zu dem Ergebnis, was ihr gewürfelt habt, eine 7. Mal angenommen, ihr würfelt eine 3. Was kommt dabei raus, Olaf? 10. Sehr gut. Das ist ein Vertrieb, der muss was mit Zahlen machen. Ja, da kommt was durch. Ja. Das sind die ganzen Mathe-Kurse. So, jetzt fangen wir mal an. Ich sollte vielleicht das vorher erwähnen. Ihr habt nicht die Möglichkeit bei DSA, wie wir das vielleicht aus irgendwie modernen Rollenspielen kennen, dass man sich aussuchen darf, wo man Punkte hinlegt. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass wir jetzt 5-mal würfeln und verteilt dann eure Werte oder so ein Quatsch. Nein. Wir machen jetzt auch nicht, dass wir 6-mal würfeln und die schlechtesten streichen oder so. Wir machen das hier richtig true. Von Top-Down. So steht das in der Regel. Ich habe es extra gestern Als das rauskam, hieß das noch richtig. Jetzt ist es falsch. Nicht true. So, wir machen das jetzt total richtig. Ja. Und zwar würfeln wir jetzt als allererstes Mut. So. Ja, ich bin feige. Plus 7. Ja. Alle plus 7. Was hast du gewürfelt, Michael? Ich habe eine 5 gewürfelt. Was kommt dann raus? 12. Sehr gut. 10 Applaus, vielen Dank. Ja, ja, sehr gut. Das Studiopublikum ist begeistert. Eins ist hiermit schon mal klar, du wirst definitiv keine Kriegerin. Ja, das ist damit schon mal entschieden. Ja, Michael kann noch ein Krieger werden. Wenn ich so weiter würfel, bin ich am Ende ein Goblin. Das geht auch. So, nein, geht nicht. Ja, ich schon sagen. So, Klugheit. 10. 11. 12. Ah. Wer wird hier der Magier? Ja, du hast alle Chancen. Du müsstest nur noch Charisma jetzt auch mindestens 12 haben, dann wird das. So, jetzt würfen wir Charisma. Ha! Schade. Eine 1. Ich sehe Großes auf mich zukommen. Ja. Das wird jetzt schon echt schwierig. Der Laster, der dein Gesicht umgestaltet hat. Geschicklichkeit. Auch 8. 13. So viel zu meinen Plänen, einen Elfen zu spielen. Respekt. So, und jetzt Körperkraft. Wow. Tja, das wird mal nix, ne? Ja. Das ist so. Im Schnitt schon mal nicht übel. Ja. Ich habe eher die Arschkraft. Also ihr seid alle durch die Bank weg schlecht. Das ist aber nicht schlimm, hey, dass du von meistens. Ich bin voll stark und Olaf auch. Olaf ist auch noch geschickt. Geschickt und stark. So. Du kannst die Dinge nicht nur hochheben, du kannst sie auch korrekt absetzen. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Charakterklassen, die man hier spielen kann. Mhm. Ja, nur keiner von uns. Genau, was man spielen kann, hängt hängt direkt davon ab, was ihr gewürfelt habt. Da ihr, so wie ich das sehe, keiner von euch überhaupt dazu in der Lage ist, eine besondere Charakterklasse zu spielen. Kommt zuerst die Klasse und dann die Rasse? Das ist dasselbe. Du kannst ein Zwerg sein. Du kannst dich aber nicht später in einen Zwerg entwickeln. Das habe ich am Anfang immer falsch gespielt. Also es war immer witzig, wenn die Leute dann, weil sie ihre Werte gesteigert, irgendwann zu Elfen wurden. Das hat eine Weile gedauert, bis mir irgendjemand... Form von Evolution. Das ist super. Was denn? Damals hat mich das nicht interessiert. Selbst, ich wollte gerade sagen, aber selbst da werden Zwerge und Elfen geboren und goblinisieren nicht. Die goblinisieren nicht, ja genau. Ja. Nein, wir goblinisieren hier auch nicht. Nur also Trolle können goblinisieren, die anderen Viecher. Was?
Lass mal gucken. Also der, Goblin. Du bist viel zu modern für das Spiel. Hilfe, ich finde es nicht. Ich habe doch gestern alles rausgefunden. Ist mal Marker reingemacht. Michael, du hast so recht. Jetzt ist das Regelwerk schon so dünn. Jetzt ist aber, könnt ihr aufhören zu lästern? Das war eine rhetorische Frage. Ihr dürft weitermachen. Das macht keinen Spaß mehr. Ich habe einen Crit-Würfel. Und der ist für D&D logischerweise eigentlich, wenn man eine 20 würfelt. Die Stufen, nein. Leuchtet er. Das heißt, das werden alle sehen, wenn ich patze. Yes. Was Erfahrungsgemäß passiert. Wir würfeln nur einmal? Ja, ihr würfelt genau einmal. So. Im ganz, den ganzen Jahr. Die 23-Probe wurde später erfunden. Ja. Die gibt es ja auch keine Fertigkeit. Der statistische genau. Hat irgendjemand von euch Mut und Körperkraft 12? Nein. Nein. Hat irgendjemand von euch, ich brauche das nicht durchgehen, so wie gewürfelt, Körperkraft und Geschicklichkeit 12? Ja. Du bist ein Zwerg! Hey! Respekt, kein Scheiß. Oh. So, du schrägst das jetzt bitte ein bei Typus. Typus? Ich frage mich, warum Zwerge so geschickt sind, aber... Die müssen schmieden können. Ja. Genau, ah. Sind nur Handwerker. Du kannst super gut denken. Ungeschickte Zwerge haben nur noch eine Hand. So, das hat einen Riesenvorteil, ein Zwerg zu sein. Du beginnst das Spiel nämlich mit 35 Lebenspunkten. Mein Gott. Ei. Nee, das ist ein Knaller in dem Spiel. Ich mag immer noch die D&D-1-Gedanken, der auch dahinter steckt. So, du hast am Anfang richtig gut gewürfelt, deswegen kriegst du mehr Boni. Genau, um das auszugleichen. Deswegen kriegst du mehr, um danach noch mehr zu haben. Ja, so, du darfst keine Magie ausüben, was nicht schlimm ist, was der Rest auch nicht tun wird. Und du darfst keine Zweihänderwaffen führen, weil die sind zu groß. Und du darfst keine Ritterrüstung anziehen. Aber... Also, du darfst sicherlich versuchen, eine anzuziehen. Aber nein. Wir spielen die SA1. Geht nicht. Du kannst sie nicht anziehen. Das ist unmöglich. Der Zwerg steht davor und sagt, ich kann das damit nicht benutzen. Das haben meine Vorväter nicht getragen, deswegen trage ich es auch nicht. Das ist schon zu viel Rollenspiel. Ach so, ja. Hört doch auf mit Erklärung, was soll das denn? Es gibt Regeln. Wir kriegen erst was zu essen, wenn wir damit durch sind. Das macht hier keiner Rollenspiel. Okay. Genau. Du kannst nämlich verborgene Schätze und Geheimtüren wittern. Zwergnase. Ja, ein Zwergeninstinkt nennt sich das hier noch. Ein Zwergeninstinkt. Das heißt. Erleuchtung. Okay, alles klar. Also ab und an darfst du mit 3 6-seitigen Würfel würfeln. Und dann wirst du zusammenzählen müssen, wie viel du gewürfelt hast. Und dann sage ich vielleicht dann manchmal so: Ja, du spürst etwas. Danach fragt der Zwerg zum Beispiel in der Westwand. Und der Meister antwortet mit: Kalt oder warm. Kein Scheiß, das steht hier so. Okay. Wahlweise auch heiß, wenn du es direkt erreicht hast. Wenn du damit weitermachen willst, musst du natürlich wieder weiterwürfen, um zu wissen, wo es noch was gibt. Und wenn ich das nicht erreicht habe, dann gibt der Spielleiter mir eine falsche Antwort oder gar keine? Dann sage ich, du spürst nichts. Ich möchte das nochmal probieren. Nein. Das ist relativ einfach. So. Also ich muss würfeln und dann kommt Spielleiterwillkür. Ja. Du hast das Spiel voll durchschaut. Ich mag das, Michael. Das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Du bist ein schlauer Mensch. Er möchte die Meisterwillkür direkt haben. So, ja, dann haben wir noch... Das wenigstens Zeit. Früher ist es nur so. Dann haben wir noch den Elfen. Hat jemand Klugheit und Geschicklichkeit 12? Nein. Der Magier. Hat jemand Klugheit und Charisma 12? Nein. Okay, fantastisch. Das macht es relativ einfach. Wir sind alle Ihr Abenteuer, beide seid Abenteurer. Schon zwei Abenteurer und ihr Zwerg. Der Unterschied zwischen euch und dem Zwerg ist, ihr habt nur 30 Lebenspunkte. Ihr dürft aber auch keine Magie benutzen, auch keine Ritterrüstung und auch keine Zweihänderwaffen. Ah, also von sind die auch zu groß für uns? Nein, ihr tut das nicht. Das steht hier. Hier steht. Darf keine Ritterrüstung, keine Zweihänderwaffen benutzen. Hier steht auch Geschlecht. Ja. Ich nehme an, 1984 durfte man Crossplay machen. Es war zumindest nicht ausdrücklich verboten. Ja, aber wir sind 1984, das heißt, also, wenn ich ein Anfänger sein will, muss ich ein Mann sein, fürchte ich. Weil Frauen werden hier nur gerettet. Nein, also das war von DSA. Einer. Nein, das war selbst bei DSA 1 direkt. Ich möchte es hier an der Stelle mal zeigen. Direkt da, ein weiblicher Held. Kein Scheiß. Abenteurerin. Ja. Also von daher. Jetzt würfel ich mein Geschick aus. 1 bis 3 ist was? Gerade Frau und gerade Mann. Jetzt bin ich doch eine Frau. Geht doch. So. Fantastisch. Du gewöhnst dich schon dran. Hat irgendjemand von euch einen Wert von 8? Ja. Ja. Yeah. Wo hast du den? In denn? Charisma und Geschicklichkeit. Respekt. Das ist gar nicht mal gut für dich. Gewisserweise ist es ja das realistischere System, ne? Realistischer. Ja, es werden ja nicht alle
Menschen. Also du wirst nicht geboren. Erschaffen, sondern du wirst geboren. Und du musst mit dem zurechtkommen, was du hast. Das Leben ist hart, Michael. Ja, mit dem Glashaus sitzt, Markus. Ja, dann darf man auch steigen. Jetzt muss man im Dunkeln duschen. Entschuldigung, ich habe dir gerade nicht zugehört. Was machen wir denn jetzt mit den beiden Achterabsichten? So, also, ihr habt beide aktuell ich weiß eine... Es nicht. Ich spiele einen Zwerg. Hallo! Ja? Ruhe auf den billigen Plätzen. Ihr habt alle eine Attacke von 10 und eine Parade von 8. Die dürft ihr schon mal einstellen. Wie bestimmt sich das? Das ist für alle so. Das ist einfach so. Das ist der Basiswert. Das ist der Basiswert. Wie bestimmt er sich? Weil der hier steht. Ja. So, okay. Darüber hinaus habt ihr, wie gesagt, noch eure Werte. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Astralenergie. Mhm. Waren die nicht mal A5 groß nur? Das ist so ein Abreißblatt? Oder war das schon in der nächsten Box? Das war schon immer so. Das war. Okay. Und der durchschnittliche Geschicklichkeit. Michael, die meinen dich. Ja, bitte. Ein Held mit einem Geschicklichkeitswert von 8 muss seine Attacke oder Parade um einen Punkt verringern. Na? Ich gehe die mit der Attacke auf 9 runter. Du Sicherheitsspieler. Voll langweilig. Tja. Okay, hat irgendjemand von euch eine Geschicklichkeit von 13? Ich. Boah, du bist hier schon nicht wie der Poser, oder? Ja, ich habe jetzt gut gewürfelt und werde jetzt alle Proben verkacken. Ja, das sagen sie dann alle. Der geile Zwerg. So, du hast eine... Für eine Kurzgeschichte, die ich nicht lesen möchte. Du darfst jetzt entweder deine Attacke oder deine Parade um einen Punkt hochsetzen. Ich glaube, es ist die Parade. Eigentlich schreibst du sowas. Ja, du hast schon 35 Lebenspunkte. Unter meinem Pseudonymen als Fanfiction. Ja. So. Ich gebe auch keinem her. An dem man eine Körperkraft von 8? Nein. Nein? Nein. Langweilig. Hat jemand eine Körperkraft von 13? Ja. Beide? Ja. Boah, nee, das gehört verboten. Okay, ihr macht tatsächlich mit allen euren Angriffen einen Punkt mehr Schaden. Das. Wunden. Auf der Rückseite wahrscheinlich. Ja, schreib's mal irgendwo nebendran. Das ist dann. Allgemeine Ausrüstung. Dann Waffen raufschreiben, da sind ja die Möglichkeiten. Da gibt's ja noch Möglichkeiten. Muskeln. So. Soweit alles klar? Die Frage ist, sind das noch die Originalcharakterbögen, die Beilagen? Nein, das sind Kopien. Ich musste die leider kopieren, weil ich hatte keine Originale mehr. Also ernsthaft, dieses Papier, das gibt es heute wahrscheinlich so gar nicht mehr. Ich will gar nicht wissen, was da noch für Chemie drin ist. Aber bei den Whitebox-Charakterbögen, wenn da gibt es ja auf der GenCon auf den Versteigerungen, steigen im Preis, wenn du halt mehr noch nicht abgerissen hast. Das heißt, wenn je mehr abgerissen sind, desto preiswerter kannst du es auch noch dann auf der ersteigern. Das stimmt. Aber auch gegen Fettgeld. Richtig viel Geld. Original D&D. Macht mein Mut, der nur 8 ist, irgendwas? Dass du echt tierisch langsam bist, weil Mut ist hier in erster Linie die Ini. Ja. Und Charisma. Aber ist nicht schlimm. Du greifst das Letztes an, dafür machst du enorm viel Schaden. Ja. Charisma? Du bist hässlich. Das ist okay? Das ist dieser Rollenspielquatsch. Okay. Und theoretisch beim Feilschen, das steht hier extra. Mhm. Kein Scheiß. Ich habe immer ein Mutsbild, dann kann ich es trotzdem probieren, weil ich mich das extra traue. Dabei, Vorteil für Magier und beim Feilschen in den Basaren. Bist du ein Magier? Gibt es Regeln für Feilschen? Ja. Das müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, wir haben eh noch kein Geld. Da müssen wir nicht drauf eingehen. Stufe 1. Aber wir gucken jetzt mal wegen Ausrüstung, weil ihr wollt ja tatsächlich auch alle hoffentlich was mitnehmen. Ihr habt ja tatsächlich irgendwie auch Geld. So, mit Hilfe dieser Silbertaler. Silbertaler werden genauso errechnet, allerdings mal... Genau. Mal 10 würfeln und plus 6 wird das nur gerechnet. 20. Also das heißt, du hast 80, 90. 90. 90. 90 Silbertaler. Achso, plus 7 erst noch. Plus 6. Plus 6 in plus 6 Fall. Und also 90. 90. Genau. So, jetzt dürft ihr euch noch Waffen einkaufen. Es gibt hier eine großartige Auswahl an Waffen. Es gibt für euch diese Seite. Ich will die Axt. Gibt es auch Rüstung? Und ich will einen Flügelhelm. Diese Seite. Gibt es für euch nicht. Okay, ich will die Größe. Zwei nicht. Aber es gibt Rüstungen. Und es gibt Rüstung. Die ist hier. Ja, das sind Bilder von Rüstungen. Halt sie auch mal in die Kamera. Dann haben die Leute auch was davon. Weißt du, sowas müsste man heute nochmal in ein Buch bringen. Einfach so zwei Seiten, nur mit freistehenden Illustrationen. Also eine Kampf-Ilo. Also mich erinnert das ja immer noch an nostalgische Zeiten. Ich finde das toll. Also die Auflistung der Ausrüstung finde ich okay, aber einfach noch diese... Ja, die Inu war noch übrig. Ja, dann packen wir die auf die ganze Seite. Da war ein Platz, Mann. Du hast keine Ahnung von Layout, oder? Ja, einfach diese freigestellte Inu auf die ganze Seite packen. So, jetzt erstmal Ruhe hier. Wir fangen mal an mit der Rüstung. Ich würde sagen, ihr solltet nicht so viele Rüstungen kaufen. Mein Gott! Also,
Wenn ihr ein Kettenhemd haben wollt, dann ist wahrscheinlich euer Geld weg. Das kostet nämlich mal 20 Dukaten. Das habt ihr nicht. Nein. Ja, können wir Kredit aufnehmen? Nein. Aber ihr dürft gleich auf den Bazar würfeln, wenn ihr das wollt. Dann müsst ihr einen Charisma-Test für ablegen. Dann sinkt der Preis um 10%. Ja, toll. Was leider Gottes euch bei Kettenhemden ja, weiterhin. Wenn wir alle zusammenlegen, können wir uns vielleicht einen Ärmel leisten. Oder also, so. Ihr habt die Möglichkeit, eigentlich zwischen normaler Kleidung, die kostet 20 Silbertaler, oder einem wattierten Waffenrock für 40 Silbertaler, oder einer Lederrüstung für 80 Silbertaler. Wie viel kosten die Waffen? Hey, die sind gar nicht mal so billig. Nehmen wir mal einen Säbel. Der kostet geschmeidige 60 Silbertaler. Oder, wenn es ein bisschen billiger sein darf, nehmen wir ein Wurfball. Das kann man auch im Nahkampf übrigens benutzen. Das ist nur scheiße beim Gibt's Passieren. Bikini-Chainmail? Nein, ist aus. Nur im aventurischen Boten als extra und wir spielen ja nur hier Core. Moment mal, ganz normale Kleidung kostete schon wie viel? 20, oder? 20. 20. Du darfst wahlweise auch mit einem Lendenschurz rumlaufen. Ich nehme den Lendenschurz. Zwei Hiller. Lass dir einen Silbertaler abziehen. Okay, nein, den Lendenschurz schenke ich euch ein. Das ist jetzt zwar nicht... Spielleiterwillkür. Richtig. Das ist jetzt zwar nicht wirklich nach den Regeln, aber ich schenke euch... Ich habe mir das jetzt korrekt notiert. Ja. Okay, ich finde das gut. Ich kleide mich, glaube ich, in den Bart. Geht alle nackt in diesen Bart? Ich trage einen wattierten Waffenrock. Okay, Michael, Sicherheitsspieler, bumm, 5 Punkte weg. Ich will meine Axt. Eine Axt? Eine ja, Axt. Das ist ein Kriegsbeil. Ja. Das kostet geschmeidige 90 Silbertaler. Kannst du mir doch den Lindenschutz schenken? Mir fehlt jetzt eine Heller. Du darfst auf Charisma würfeln. Vielleicht kannst du es auf dem Bazar erfeilschen. Oh. Oh, so knapp. Nein. Also, wenn du mir all dein Geld und deinen Lindenschutz gibst, dann kriegst du dafür von mir eine Axt. Nein, okay, du kriegst was macht, die Axt. Was macht denn der Waffenrock? Der Waffenrock gibt dir einen Rüstungswert von 2. Einen Rüstungsschutz von 2. Und kannst du dir dann noch eine Waffe leisten? Ich habe noch 40. Keine gute, aber es wird eine Waffe geben. Ein Kurzschwert zum Beispiel, das kostet 40. Braucht man sonst noch irgendwie Ausrüstung? Fackeln? Gibt es die noch? Ja, oder? Manchmal ist das schon sinnvoll, aber das würdet ihr euch wahrscheinlich nicht leisten können. Nee. Wie viel kostet denn so eine blöde Keule? Ich spekuliere darauf, einfach den ersten Gegner, den wir schlagen, zu looten. Ein Knüppel kostet geschmeidige 5. Was macht der? Wie ist denn der Schaden da unterschiedlich? 1W6 plus 2, aber der zerbricht. Ein klassisches Zwergeschuss. Wir spielen hier natürlich auch einen Druckfaktor-Regel. Ich nehme das Kurzschwert. Langschwert für mich. Mhm. Du nimmst ein Langschwert? Ein Kurzschwert. Ein Kurzschwert. Das kostet 40. Genau, und dann habe ich noch genug für einen Waffenrock. Waffenrock. Den auch. Ein Waffenrock. Ja, ich habe nichts an, aber dafür eine Axt. Okay, wir sagen einfach... Du hast einen Helm gemalt. Ich habe einen Helm gemalt, das ist ihre Wunschvorstellung. Ach, das ist ein Zielhelm. Ja, okay, das ist die gefotoshoppte Version von ihrem Selfie. Hat irgendeiner von euch überhaupt noch Geld übrig? Nein. Ja. Weil in den späteren Gruppenabenteuern gibt es tatsächlich dann tolle Pakete, die man kaufen kann mit Ausrüstung. Oh. Die sind großartig, die sind wirklich sehr hilfreich für das Spiel. Allerdings habt ihr wahrscheinlich für keinen davon irgendwie überhaupt ansatzweise das Geld. Ja, was macht meine Axt Schaden? Jetzt muss ich mal da reinlinsen. Also ich hätte hier was... Spielleiter, dürfen wir überhaupt ins Regelheft schauen? Na gut, aber nicht weiterblättern. Mhm. 14 Silbertaler ist so das Minimum, was ich brauche. Für das ist das Gleiche, was auch das Schwert dann macht. Das nein? Billiger nein. Ist. Kann ich mit falschen. Und meine Axt kriegst du noch minus 3. Das heißt, das Schwert macht den gleichen Schaden wie das Kriegsbeil. Das Kriegsbeil ist aber schwerer, teurer und gibt dir einen Malus von minus 3 auf die Parade. Wohingegen das Schwert keinen Malus hat. Ja. Das ist ja durchdacht. Kommst du jetzt wieder mit Balance? Ich habe mich jetzt aber. Ich habe mich für die Axt entschieden, jetzt muss ich dazu stehen. Das hält man durch. So, gib mal das Schwert her. Kannst so. Du noch. Ich bin als Kraftspieler sehr empört. Kurzschwert. So, die Werte für ein Kurzschwert, Michael. 1W6 plus 2. Sehr gut. 1W6 plus 2. Bruchfaktor 2. Bruchfaktor von 2, eine Attacke und Parade, Modifikator von 0. Wer sonst nichts wird, kriegt ein Kurzschwert. Und der Waffenrock hatte 2. Spielen wir auch mit Belastungsregeln? Nein, die Mensch, bei dem bisschen, was ihr habt, brauchen die keiner. Bei den Körperkraftwerten, na, ist das, glaube ich, okay. Ja. So, und nur um meine Spielleiter-Wege hier völlig freien Raum zu lassen, kriegst du von mir normale Kleidung geschenkt. Er will nur nicht, dass meine Heldin nackt rumläuft. Das kann ich hier leider nicht machen, weil wir sind zu früh am Abend. Das ist kein LARP hier, oder? Zuschauen. Nein, das ist kein Lab.
Das könnten die Amerikaner zuschauen, bevor die irgendwie bewusstlos sind. Das wäre auch eine interessante Situation. Schenke dir einen Lendenschurz. Sehr gut. Und Michael, du kriegst zusätzlich von mir, weil du echt benachteiligt wurdest vom Leben. Du meinst meinen Charakter? Oh, Entschuldigung. Ja, er trennt das nicht so, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Ja, ja, Spieler und Meisterwissen und so weiter. Du kriegst dafür von mir einen Dolch geschenkt. Was soll ich mit einer zweiten Waffe? Wenn die erste aufschreiben, du Penner, du bist froh, wenn deine andere Waffe zerbricht. Los! 1W6 Schaden? 1W6 plus 1. Oh. Das ist ein Dolch, das ist ja kein Messer. Ach so. Der Unterschied ist sehr eklatant. Genau. Er hat einen Parademodifikator von minus 4. Auch einen Pro-Faktor von 3. Wenn ihr euch fragt, für was der Bruchfaktor da ist, den ich vorgelesen habe, der Bruchfaktor ist eine enorm wichtige Regel für DSA 1. Weil, wenn ihr tatsächlich erfolgreich eine Parade durchführt oder jemand anders erfolgreich pariert, müssen für beide Waffen jeweils gewürfelt werden, ob sie zerbrechen. Dafür würfelt man mit 2W6. Für jede erfolgreiche Parade? Ja. Mit 2W6 würfeln. Und wenn ihr damit euren Bruchfaktorwert oder drunter würfelt, ist die Waffe zerbrochen. Und wenn nicht, geht er um 1 hoch? Nein. Das wäre wirklich absolut tödlich. Ich möchte hier bitte nicht nur viel Aufwand haben, sondern auch noch viel Buchhaltung dabei. Wir spielen immer DSA. Michael, du hast noch nie DSA 1 gespielt. Ich bin das mir nicht sicher. Das geht total schnell, flott und ist total. Und wir sind sehr schnell tot. So. So, ja, hat jeder alle alles, was er braucht? Können wir loslegen? Schon. Wir haben keine Namen. Namen. Ja, der Chat hat Namen vorgeschlagen vorhin. Ja. Abenteurer 1, Abenteurer 2 und Zwerg 1. Oder ihr würfelt sie aus. Ich habe keine Namensliste zum Auswürfeln, aber ich bin dafür, irgendeiner muss Alrik heißen. Wer möchte Alrik heißen? Ich dachte, es wäre so Tradition, die dann Franz oder Karl oder so zu nennen, weil die einfach keine Ahnung hatten von Fantasy-Namen. Michael, mal angenommen, du wärst jetzt 12. Mhm. Wie würde dein Charakter heißen? Nubor. Toll, Nubor. Wenn du heute 12 wärst. Ja, damals gab es das Wort. Nubor. Dann heißt meine Lied. Finde ich sehr gut, ja. Lied die Brock. Autorin. Was? Brock. 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 Ein guter zwergischer Name. Nubor, weißt du, Lied und weißt du, ich schreibe so, ich bin Lied. Mhm. Ja. Aber es wird Lied ausgesprochen. In manchen Gegenden Aventuriens, von denen ich noch nicht weiß, wo sie sind. Weil das ist die tulamidische Sprechweise. So wie mit Raya und Ascha. Tulamidisch gibt es ja noch gar nicht. Ich komme hier nicht mit so komischem neumodischem Kram. Hm. Nubor. Weißt du, ich mache noch ein Aha hinten dran, weil das für Frauen in Fantasy gut ist. Leta. Also war Aha in der Zeit natürlich auch ganz wichtig. Ich hole mir mein kleines Drumkit. So, dann legen wir jetzt aber auch wirklich ganz offiziell los. Ich würde jetzt gerne diese Maske aufziehen. Ich habe das vorhin schon probiert. Allerdings doch. Ist die wirklich ein bisschen klein. Und da ich Angst habe, dass ich sie komplett zerstöre, wenn ich das nochmal probiere, hänge ich sie jetzt einfach formschön hier vorne dran. Dafür ist sie irgendwie deutlich besser geeignet als für alle anderen. Die Leute im Stream wünschen sich schon, dass du das mal probierst. Zumindest. Ja, ich habe wirklich Angst, dass ich sie dabei kaputt mache. Es könnte abflitschen und mir ins Gesicht fliegen. Dann machen wir auch eine Nahaufnahme. Ich glaube, das ist kein Hindernis. Die war schon damals sehr klein. Selbst für 12-Jährige. Weiter. Okay, ja, tut dir nicht weh. Weiter kriegst du. Man sieht, wie sie langsam wieder hoch. Ja, könnte sich irgendwie. Guckst du mich so seltsam an, Mike? Ich weiß nicht, in welches Paar Augen ich dir schauen soll. Mhm. Gut. Du als Optimat. Ich ja. Als Optimat, ja, genau. Darf ich mal? Bitteschön. Ich glaube, unser Set hatte nämlich kein Heile mehr. Weil mein Bruder hat sie irgendwie zerstört gehabt. Ich bin auch sehr stolz auf diese heile Maske. Gut. Das ist jetzt der richtige Moment für mich, aus Versehen. Sehr genackt. Oh, Markus, ich habe da gerade was. Die ist aber wirklich noch ziemlich gut in Schuss. Ich hätte gedacht, ne, dass hier man hört, das Gummi fletscht noch. Weißt du, wem sie passen würde? Nein. Weißt du, wer der ungeschickteste Mensch, den ich kenne? So. Ihr habt eure Charaktere gebaut und wie wir wissen, seid ihr schon seit einiger Zeit zusammen unterwegs. Wir befinden uns in einer der unheimlichsten Städte des Schwarzen Auges, in Havena. Eine Hafenstadt, in der gerade euer guter Freund Alrik einen Überfall von einem Piraten und einem Ork beobachtet hat.
Er ist dazwischen gegangen, aber leider wurde bei diesem Überfall ein junges Mädchen entführt. Nein. Silvana. Silvana wurde entführt. Und natürlich hatte Alrik, nachdem er erstmal das komplette Haus durchsucht und geplündert hat, nichts Besseres im Sinn, als euch, seine guten Freunde, aufzusuchen. Ihr wart gerade in der Kneipe zum Notgroschen, weil für mehr hattet ihr leider kein Geld mehr. Das stimmt. Zu deinem Notgroschen. Meiner ist es nicht mehr. Ich könnte mir nicht mal Lendenschurz leisten, also von daher. Als die Tür aufgeht und Alrik reinkam, um euch mitzuteilen: Freunde, es ist etwas Fürchterliches passiert. Keine zwei Straßen von hier wurde die arme Silvana von einem Piraten entführt. Bei den Göttern. Und zwar in den Keller ihres Hauses. Was? Kein Scheiß. Lazy. Dann wir müssen sie sofort befreien. Aus dem Keller ihres Hauses? Ja. Ich habe mich nicht allein getraut, dort runter zu gehen. Ich brauche dringend eure Hilfe. Seid ihr bereit? Ja, warum nicht? Ich und meine Axt sind bereit. Gibt's da was für? War die reich? Selbe Frage an der Reihenfolge. Ist sie sexy? Sexy. Ist sie attraktiv? Ja. Bestimmt. Hat sie Wertsachen im Keller? Es gibt da ein Bild. Geschmackssache. Good enough. Gut. Geschmack habe ich. Wobei mir einfällt, ich habe noch etwas auf meinem Zimmer vergessen. Geht doch schon mal vor, ich komme gleich nach. Der tapfere Alrik. Pass auf, dass du dich nicht in deinen Wandschrank entführt wirst, Alrik. Wir gehen schon mal vor. Es ist an dieser Stelle leider nicht vorgesehen, dass Alrik als NPC mitkommt. Deswegen müssen wir Alrik hier wieder aus dem Spiel nehmen. Wäre auch zu viel Arbeit. Ja, wahrscheinlich. Alrik erklärt euch jetzt natürlich noch den Weg zu dem Haus. Nubor, bist du nicht froh, dass du dich doch nicht Alrik genannt hast? Das würde nämlich sonst zu viel Verwirrung sorgen. Ja. Ja, geht ihr da jetzt hin? Ja. Ja. Hat er uns den Weg beschrieben? Natürlich hat er euch den Weg beschrieben. Dann trinke ich aus und gehe hin. Ich trinke es aus, bevor er es austrinken kann. Und das eine Wasserglas auf eurem Tisch, was ihr euch leisten konnte. Genau. Okay, ich habe eh nichts. So. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Element dieses Spiels. Neben der Tatsache, dass ihr Helden habt, festgehalten auf eurem Dokument der Stärke, müsst ihr einen Plan des Schicksals führen. Düm, düm, düm. Nur echt mit dem schlecht kopierten Unterunter. So, bitteschön, ich lege mal den Plan hier hin. Beziehungsweise vielleicht zeichne ich zumindest den ersten Raum mal ein. Das kann helfen. Das ist immer eine gute Idee. Ich kann mich da noch dran erinnern, wie die Leute ansonsten angefangen haben, auf den Blättern rumzuschmieren. Gib das gerne mal her. Nimm besser den. Wie weit ist es mit Havene gekommen, wenn Leute hier in ihre eigenen Keller entführt werden? Ist man denn nirgends mehr sicher? Naja, also sie ist zumindest nicht weit gekommen. Ich bin mir fast sicher, dass ihr Keller einen Zugang zu einer größeren unterirdischen Anlage haben wird, die unsere Bewegungsfreiheit eingrenzt. Aber dennoch tief unter Gänge und so in rechten Winkel. Ja. So, also, Herrschaften. Ihr betretet den Raum, ihr betretet das Haus und findet natürlich sofort den Eingang in den Keller. Und betretet den Keller. Gibt es irgendetwas, was man eintreten kann dafür oder auftreten? Oder? Möchtest du eine Tür auftreten? Ja. Okay, die Tür am Eingang zum Keller lehnt nur an. Ich trete sie auf. Ich habe Körperkraft 13, irgendwas muss ich damit machen. Würfel mal. Bumm! Leider geht die Tür in die andere Richtung auf. Ich lasse mir von der Tür nicht sagen, was ich zu tun habe. Du, wenn ich sie treten will, dann trete ich du sie. Du trittst die Tür mehr oder weniger aus den Angeln. Glücklicherweise war sie schon offen, was natürlich enorm dabei hilft. Außerdem kenne ich aber auch Türen auftreten, eines hast du dadurch auf jeden Fall geschafft, nämlich jede Menge Lärm zu verursachen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt danke. Wissen sie zumindest, dass wir da sind. Ja. Silvana, wir kommen, dich zu befreien. Brüllst du das wirklich? Ja. Das ist unintelligent. Dafür habe ich extra hier drauf hingewiesen, das soll ich den Spielern an der Stelle noch einmal sagen, mit dem Hinweis, das ist die letzte Hilfestellung, die ich euch gebe. Ah. Ist irgendwas Wertvolles in dem Raum? Ich habe den Raum noch nicht mal beschrieben. Ich treten gerade noch die Tür auf. Ich dachte, wir fangen direkt mit dem Wichtigen an.
Es ist tatsächlich eine besondere Situation, weil der, das Haus hat einen Keller. Das allein ist jetzt nicht unbedingt gang und gäbe in einer Hafenstadt. Mhm. Und ihr betretet einen Raum mit einer quadratischen Grundfläche von 4x4 Metern. Die Nord- und die Südwand bilden zusammen mit der Decke ein Tonnengewölbe. Die Deckenhöhe beträgt an der höchsten Stelle genau 2,5 Meter. Ich hab das mal schnell aufgepasst. Genau. Ja. Das ist übrigens ein Zwerg. Ohne den Zwerg würde ich das jetzt nur in etwa Angaben vorlesen. Ja. Ne? Decke und Stirnwände bestehen aus rotem Ziegelmauerwerk. Der Boden aus festgestampftem Lehm. Mhm. Die Kellertreppe befindet sich an der westlichen Stirnwand. Vor der östlichen Stirnwand stehen und liegen ein paar Kisten, Truhen und mehrere große, leere Weidenkörbe. Die Luft ist feucht und klamm. Es riecht modrig. Ich schaue mir doch mal das Mauerwerk an, wie gut das gemacht ist und bin erstaunt darüber, wie viel Detailgenauigkeit hier in die Beschreibung des Gewölbes gegangen ist. Ich suche noch einen Geheimgang. Ich gucke mir auch die Wand hinter den Fässern und Kisten an. Okay, ich darf die Situation ganz kurz beschreiben. Eure Kriegerin geht an das Mauerwerk und betastet alles ganz genau. Mein Vater war Bauarbeiter. Das hier ist keine schlechte Arbeit. Das ist ein für Menschen. Mauerwerk. Ja, hier wurden Klinker verwendet. Und ihr zwei rollt Sachen durch die Gegend, ja? Also nein, man liest es sich so, als hätte da jemand irgendwie gearbeitet, der sich gerne Gebäude angeschaut hat. Dem war es wichtig zu sagen, aus welchen Materialien das gebaut ist. Oder er wurde nach Zeichen bezahlt. Auch das ist möglich. Aber ihr findet tatsächlich. Er wurde bezahlt? Hey! Ja. Eyes up here. Ihr findet, neben der Tatsache, dass das Bauwerk total toll gemauert ist, noch ein. Und zwar dort im Kästchen L4. Da. Versenkt. Ich wollte gerade fragen, wie viele Schiffe versenken Witze haben wir frei heute Abend? Nein, die geht nach unten. Das ganze Kästchen ist eine große Geheimtür. Ich möchte mir an dieser Stelle eine Frage verbitten. Wie ist der Weidenkorb wieder auf die darauf gekommen? Warum ist... Es steht das alles aus, als wäre es noch nie begangen worden oder sowas. Das haben mich schon viele Leute an dieser Stelle gefragt. Ich weiß es nicht. Stellt die gleiche Magie, die den Keller davon abhält, überschwemmt zu werden. Zum Beispiel. Also, und das ihr habt auf jeden Fall einen Eingang, augenscheinlich in einen Geheimgang gefunden. Gute Arbeit, Herr Zwerg. Eine Falltür im Boden. Dafür bin ich da. Was wollt ihr tun? Ich öffne die Falltür. Der Mo, der Geruch wird leicht intensiver. Das riecht jetzt wirklich so streng, könnte man fast sagen. Und unter dem Weidenkorb verbirgt sich ein 2 Meter tiefes Erdloch. An der Südwand des Loches lehnt eine Leiter. Oha! Das scheint ja auch tatsächlich genutzt zu werden. Ist da drunten Licht? Nein. Sind im Kellerraum... Könnte man ja nochmal durchsuchen, nachdem man einfach alles durch die Gegend geworfen hat. Irgendwelche Leuchtmittel? Wie haben wir überhaupt den Kellerraum durchsuchen können, wenn wir keine Lampen dabei haben? Es hängt eine Lampe an der Treppe. Ich nehme die Lampe und gebe sie dem Zwerg, damit er vorgehen kann. So eine Laterne. Spiele ich Kanarienvogel. Und gehe runter. Okay. Boom. Guck mich um. Du steigst die Leiter hinab. Wie genau machst du das? Langsam und vorsichtig, überstürzt und gehetzt? Bitte. Mit den kurzen Stummelbeinen eher langsam und vorsichtig. Oh Gott, scheiße, das ist weit auseinander. Gut, du gehst hinab und stellst fest, dass dieses Erdloch in einen Gang führt. Dieser Gang was ist wäre passiert, unheimlich. Wenn er schnell runtergegangen wäre? Gar nichts. Also, etwa 2 Felder lang, das ist leicht unregelmäßig, nicht so gerade wie die Wände, die ich vorher gemacht habe. Gelangt in einen 2 Meter langen Gang, der nur 1,60 hoch ist. Eigentlich perfekte Höhe. Wände und Decke bestehen aus grobem Erdreich. Von der Decke tropft an vielen Stellen Wasser. Der Boden ist mit Pfützen bedeckt. Der Gang endet vor einem Vorhang aus derbem, dickem Tuch. Du stehst da und siehst diese Szenerie. Winke den da oben mal mit der Lampe, dass du runterkommen sollen. Der Zwerg
steht unten 2 Meter, also auf gut Deutsch 50 Zentimeter von euch entfernt und winkt mit der Lampe. Ich gehe schnell und unvorsichtig die Leiter runter. Hier unten ist erstmal nichts. Würfel auf Geschicklichkeit. Spiel der Willkür. Eine 14. Du hast Geschicklichkeit 8. Das ist korrekt. Man kann auch nicht mehr als 13 haben. Im letzten Moment rutschst du aus und stürzt da unten. Klatsch! Im letzten Moment. Also 10 Zentimeter. 20 Zentimeter stürzt du hinab. Mitten auf den matschigen Boden und bist schmutzig. Von oben bis unten. Gut. Dein Charisma ist für die Zeit in diesem Keller um 1 niedriger als sonst. Es ist schon bei uns. Nun gut. Ich hoffe, da unten werde ich nicht mit jemandem feilschen müssen. Letar steigt vorsichtig die Leiter hinunter. Es wird langsam eng in diesem Gang. Ja, der Gang ist voll. Der Zwerg weicht nach vorne aus. Gut. Ich bücke mich, um mir nicht den Kopf zu stoßen. Das ist eine gute Idee. Möchtest du dich auch bücken oder möchtest du dir mehrfach heftig den Kopf anhauen? Auch wenn du mich so fragst. Gut, also. Ihr steht vor diesem derben Stoff. Rein, oder? Erstmal lauschen. Am Stoff? Wenn, dann müssen wir schon vorher wissen. Du lauschst am Stoff? Kannst du nicht einfach Texte vorlesen? Nein, ich muss erstmal gucken. Es gibt keinen Text für, wenn die Spieler lauschen oder sowas. Ach, Entschuldigung. Würfel mal auf Klugheit. Eine 1! Oh. 10 Applaus. Boah, der Enthusiasmus ist ja beeindruckend. Also, die gönnen mir das einfach nur nicht. Nee, ich merke das. Das ist wie aus den 80er Jahren transportierter Sexismus. Respekt. Was kein Bart. Also du lauschst an diesem derben Stück Stoff, was einen Vorhang darstellt. Ja, weil es schon blöd genug ist. Und? Und hörst tatsächlich von der anderen Seite Stimmen. Die sind leise. Hast du das gehört? Was denn? Da war was, ich bin mir ganz sicher, ich hab das gehört. Das war so ein Bumm und so ein Platsch. Nee. Auf keinen Fall. Was hat ihr das denn alles geregelt? Jetzt nicht schimpf. Keine Vergehen, lass ihn weitermachen, oder? Wenn ihr das macht, bin ich irgendwann total sauer. Initiative. Fasziniert von dem, was du da tust, das Hörspiel, dem du zuhörst, reißt Nubor. Das neue Wildschwein. Nubor, genau. Reißt das den Vorhang zur Seite? Das. Ja. Er reißt den Vorhang zur Seite. Was ist denn da? Und stürzt in den Raum. Völlig unvorbereitet, unvorsichtig, ohne uns mit euch abzusprechen, so wie ihr Nubor kennt. So. Ihr gelangt dadurch, du erstmal mit dem Ohr voraus, in einen 3x3 Meter großen Raum, der 2 Meter hoch ist und hier eine Tür in der Mitte der West-, Ost- und Nordwand hat. Ja, durch die Tür in der Ostwand sind wir hier reingekommen. Genau, die Tür ist ja auch mehr ein Vorhang. Ein Vorhang. Und was ihr da noch seht, sind 2 Gestalten. Ha! Und zwar ist das eine eindeutig ein Goblin. Woran erkennt man denn einen Goblin? Ihr habt Goblins schon gesehen. Das sind diese kleinen, haarigen Biester. Von affenartiger Gestalt und rotem Fell. Ja, noch so ein bisschen ganz dünnes Fell hat. Ja, nur die DSA-Goblins sind ja rot, ne? Und er hier ist grün, deswegen müssen wir ihn zum Schweigen bringen. Also, das ist ein Goblin. Der ist auch noch mal etwa so groß wie er. Wie Olaf? Ja, genau. Nein, wie Bock. Fast. Okay. Wie der Zwerg. Zeig's auch mal im Internet. Meine Eltern waren Hühner. Hallo Internet. Also, das da ist ein Goblin. Allerdings sieht der Goblin vergleichsweise gefährlich aus. Goblin, dem ihr gegenübersteht, der ist gar nicht ganz so gefährlich. Der hat zum Beispiel kein Schild und der hat auch nicht diesen Speer, sondern der hat nur ein rostiges Kurzschwert an der Seite. Hat der auch einen Helm auf? Nein. Und neben ihm steht eine Gestalt, die ein Stück kleiner sogar ist als er, aber dafür in einen wunderschönen grellgelben Lendenschutz gekleidet ist und blaue Haut hat
so großen Ohren und einer langen Nase. Der konnte sich einen Lendenschutz leisten. Der Hauself. Ein bisschen könnte das auch Dobby sein gerade, ja? Aber es sieht mehr aus wie Creature. Was habt ihr Gestalten mit der je nach Geschmack süße Silvana getan? Kein Rollenspiel. Was antwortet Markus wieder so? Der Goblin steht da und rennt weg. Während der Kobold, ich hab's verraten. Also ihr wisst es nicht, ja? Jetzt müssen wir mal Spieler und Charakter wissen voneinander. Ja. Oh. Während die andere blaue Gestalt, da steht, also, euch anguckt, anfängt zu grinsen und dabei so eine Reihe von echt spitzen Zähnen entblößt. Ups. Und verschwindet. Das war ja einfach. So. Der Goblin rennt Richtung der Tür in der Ostwand. Ich folge dem Goblin. So, was hast du für einen Mutwert? 12. Du bist schneller als der Goblin. Was willst du tun, bevor er die Tür erreicht? Ich greife ihn an. Ich ramme ihn nieder. Sowas gibt's nicht. Möchtest du mit deinem Kurzschwert angreifen? Ja, das ist auch gut. Los. Ich habe ein 11 gewürfelt und verfehlt. Du bist so geschickt, dass du über den Goblin hinwegschlägst, der sich wegduckt, als er zur Tür hechtet. Hat irgendjemand von euch noch einen Mutwert von höher als 6? Ja. Dann seid ihr vor dem Goblin dran. Was hast du für einen Mut? 11. Du? 8. Dann setze ich ihm auch nach, bevor er zur Tür reicht. Und dann, da wir ja tapfere Helden sind, schlage ich ihn nieder. Selbstredend, ich mag deine Anstellung. Ja. Los, gib ihm. Der war böse, der war bestimmt meisterlich. Gemein. Das ist eine 1. Das ist eine 1. Du hast eine 1, ein meisterlicher Schlag. Das und macht keine Lebenspunkte mehr. Das ist auch 9. Das Maximum. 9 Punkte Schaden, das ist beeindruckend. Hast du die plus 1 durch deine hohe Stärke einberechnet? Ja. Was hast du? Die Streitaxt macht normalerweise 1W6 plus 3. Also, der Goblin wurde von dem meisterlichen Schlag des Zwerges gerade wirklich stark verletzt, heftig verletzt. Und nachdem der Zwerg sich entschieden hat, von dem Stroh, was tatsächlich witzigerweise da links unten in der Ecke liegt, abzulassen, um seine Notdurft zu verrichten. Damit erledigt sich die Frage, warum liegt da eigentlich Stroh? Genau, der Zwerg hat es draus. Der Zwerg weiß, warum da Stroh liegt. Ich wurde übrigens von jemandem gebeten, dies zu fragen an dieser Stelle. Zu fragen, warum der Meister keine Maske trägt. Der Meister trägt keine Maske, weil sie ihm nicht passt. Aber warum steht da Stroh, wenn ich keine Maske trage? Das sehr gut, okay, gut. Oh Gott, ich habe tatsächlich jetzt gerade den Hänger gehabt. Ja. Wir haben für alles eine Lösung und eine Erklärung. Ich bin begeistert. Ich schäme mich. Sehr gut. Ich bin noch dran. Ja, du bist noch dran. Alle anderen haben versucht, den Goblin zu hauen. Einer hat es sehr erfolgreich getan, einer hat sich dabei... Ich setze hinterher und schwinge meine Axt. Er ist mir egal, er ist niedrig genug, den Goblin versuche ich zu treffen. Ist der Raum auch 1,60 hoch? Nein, 2 Meter. Um die Axt über den Kopf zu schwingen, könnte es irgendwie... Aber ich haue daneben. Du schwingst und der Goblin erreicht die Tür. Ich könnte das jetzt dadurch darstellen, indem ich den Goblin nehme und gegen die Tür werfe, aber... Wir brauchen ihn, um das Mikro zu halten. Genau, da wir ihn leider brauchen, um das Mikro weiterhin zu halten. Nur um das nochmal zu erwähnen, tatsächlich ist der Raum ansonsten leer, bis auf das Stroh da unten in der Ecke. Das ist jetzt ein bisschen... Was auch immer das da genau macht. So, der Goblin erreicht die Tür, stößt dieselbe auf und brüllt... Alarm! Aber, das ergibt euch natürlich die unglaublich tolle Möglichkeit, ihn nochmal zu hauen. Nein, in den Gang zu gucken, weil er die Tür aufgeschlossen. Dahinter ist ein Gang. Ja. Der ist 4 Meter lang und 1 Meter breit und 2 Meter hoch. Ist er unregelmäßig oder regelmäßig? Der ist ziemlich regelmäßig. Wie man in Havena im Keller baut. Wenn du jetzt ansatzweise verstehen willst, wie der Hintergrund ist, zwischen diesen beiden Teilen, zwischen dem Keller und dem Teil, in dem ihr euch jetzt befindet, ist ein unregelmäßiger. Sind das vielleicht 2 Keller, die durch diesen selbstgegrabenen Gang miteinander verbunden wurden? Oh mein Gott! Das ist ja richtig durchdacht! Können wir weitermachen. Ich wollte Michael nur mal was Nettes sagen. So, an der West- und Ostwand ist jeweils eine Tür. Also das heißt, am Ende dieses Gangs ist eine Tür. Die Gangwände sind ausgemauert und verputzt. Die Tür am Ostende des Ganges ist geschlossen.
Und der Goblin schreit jetzt in diesen leeren Gang mit der geschlossenen Tür hinten Alarm rein. Ja. Und dreht sich dann um und zieht sein Kurzschwert. Also mehr ist es mehr so ein alter Säbel. Ja, dann vermöppen wir ihn jetzt weiter. Ich fang an. So, der hat auch seine Aktion erfüllt, damit seid ihr jetzt dran. Ich haue. Eine 17. Ich verfehle den Goblin. Dann, mal gucken. Tibor macht das, was er am besten kann. Der Zweck trifft. Parade. Parade. Der Goblin hat eine Parade. Er pariert. Was bedeutet das? Ich habe eine 7. Ich glaube, mein Kurzschwert bleibt wie in der schlechten japanischen Game-Show, wo man immer wichtig dann Brufaktoro. Brufaktoro. Heldenhaft nutzt sich. Das soll ein Säbel sein. Heldenhaft nutzt sich aus, dass der Goblin jetzt unbewaffnet ist. Ja. Der muss erstmal Schaden machen. Nein, die Parade pariert. Hat ja gelungen. Ist dir gelungen. Er hat es mit seinem Säbel pariert. Das klappt noch, aber dann geht er kaputt. Ja. Aber ich hau auch daneben. Auch mit der 17. Also ihr zwei schwingt wie wild durch die Gegend. Der Goblin hat jetzt die Reste eines Säbels in der Hand. Aber todesmutig sticht er damit nach dir. Nach mir? Ja. Ja, hallo, du bist der Einzige, der hier gefährlich ist. Die anderen zwei fuchten und sind das ganz heißt, sind mit den Waffen durch die Gegend. Nicht, ja. Aber er verfehlt dich leider. Also fangen wir mal an. Ich versuche erneut mein Glück. Ja. Ich würfel eine 5, ich treffe. Michael, Nubor. Ja. Ich würde gerne parieren, aber kannst ich kann du? Nicht mehr, weil ich habe nur noch die Reste einer Parade. Nimm diese 5 Schaden. 5? Aber er hat eine Rüstung. Damit geht's. Ja, dann. Bock. Kurzschwert. Mit einer 4 trifft auch. Also wenn ihr. Er hat den meisten Schaden gemacht. Zwerg! Goblin! Ja. Wenn, dann wärst du der Killstealer gewesen. Was denn? 6. Patsch! Der Zwerg, der Goblin, reibt nochmal an die Brust und sinkt dann getroffen da nieder. Schön, wenn der Zwerg jetzt ein Herz ist. Und so. Aber das ist insofern nur halb so schlimm, weil genau in diesem Moment, just in diesem Moment, geht auf der Rückseite die Tür auf. Und Silvana kommt raus. Hey, das war's. Danke, Leute. Ihr könnt jetzt essen. Und es stürzen 4 weitere Goblins daraus hervor. Toll, du bleibst in der Mitte stehen, wir platzieren uns links und rechts neben der Tür und wir messen die einfach einen nach dem anderen ab. Von denen dich 2 auch direkt erreichen? Wie? Wow. In dem einen Meter. Glaubst du, ich diskutiere jetzt, ich bin hier der Meister. Sie können sich stapeln. Das ist so. Wer hat die Maske? Der Schirm hat die Maske. Es ist mein Schirm. Also ja, wenn du hier deine Meisterposition wirklich so durchsetzen willst, musst du sie auch aufsetzen. Das tut mir leid, so kann ich dich nicht respektieren. Die mir ins Ohr hängen. Also, wenn dann bitte in Kamerarichtung. Dann müssen wir es nicht sehen. Wir müssen ein längeres Band dran machen. Ja, das ist echt gefährlich, was ich hier tue. Hoffentlich überlebt die Maske das. Ja, lass es mal. Was ist die Maske denn wert? Ich will es gar nicht genau wissen. Ich glaube, sonst fange ich an zu weinen, wenn dir was passiert. So, also jetzt bist du eine Respektsperson. Ja. Darüber müssen wir reden, wenn das hier vorbei ist. Also zumindest mehr als sonst. Wir müssen dann auch noch mal reden, wenn das hier vorbei ist. Die Goblins greifen an. 2 Stück. Und zwar greift einer... Was ist jetzt mit Initiative? Dich an? Ja, hallo, ihr wart ja schon dran. Was hast du für Eni? 8. Okay, du darfst gleich noch einen von denen anziehen. Und der zweite greift dich an. Alle können in den Zwerg, weil der ist zu gefährlich. Aber Ruhe, ich habe 4 Goblins. Marie, möchtest du einen Goblin hauen? Ja, ich möchte einen Goblin hauen. Ich habe Mut 12, kann ich nicht. Ruhe. Achso, wir sind du warst ja schon dran. Ich will noch in derselben Runde. Du warst in derselben Runde schon. Ich treffe nicht. Du machst das, aber was du am besten kannst. Du hast ihn doch nicht getroffen. Ja, der ist der Ersatz. Ach so. So, also die 2 Goblins greifen an. Der eine Frustgoblin greift dich an. Vorbei. Der zweite Frustgoblin. Treffer! Ja, ratet mal, wer -3 auf seine Parade hat, weil er eine Axt haben wollte. Und es hätte auch so nicht geklappt. Ja, nicht geklappt. Du versuchst mit dieser schwerfälligen Axt zu parieren, aber natürlich schaffst du es nicht. Und erleidest geschmeidige 6 Punkte Schaden. Da du auch aber du hast normale Kleidung, das heißt halt 1 Punkt, ja. Oh. Oh, Lendenschutz hat 0. Greift sich. Lendenschutz hat wirklich keinen Rüstungsschutz. So, jetzt ziehe ich das. So.
Und damit Respekt, sind wir in der schon sinkt dein Respektswert wieder. Mein Respektswert? Ja. Ich bin mir sicher, dass ich habe am Anfang keinen Respektswert gewürfelt. Du musst so mit jedem getöteten Spielercharakter aufbauen. Halt. Oh, mit jedem getöteten Spielercharakter. Tod. So, also. Charakter, nicht Spieler. Wenn das so einfach wäre, Markus. Das wäre echt schlimm. Also, nächste Runde. Michael, du hast 13. Genau. Ich verfehle den Goblin. Hey, Brot kann schimmeln. Nubo auch. Hau auf Goblin 3. Goblin 3. Ja, okay. Wir haben Goblin 1, 2, 3 und 4. Nee, den mag ich nicht. Den verfehle ich. Ich hau Goblin 1. Wir machen das Reihe nach. Ich treffe. Hey! Einer von 3. Das kann ich ja nur hinziehen. Ja. Dann versuche ich mal zu packen. Nein. Womit sind die eigentlich bewaffnet? Mit so alten, schimmeligen Sinnen. Das sind 11 Schadenspunkte. 11 Schadenspunkte? Ja, 1W6 plus 4 plus 1, weil ich so stark bin. Hat die Axt nicht normalerweise 1W plus 3 und du hast schon die plus 1 draufgeschrieben? Nein, die Axt hat 1W plus 4. Ja. Ah, richtig, genau wie das Langschwert. Das war nur schlechter als ja. Du haust mit deiner Axt mal richtig fies auf den Goblin, der versucht noch zu parieren, aber nein, es reicht nicht. Blut spritzt, Knochen knacken. Die Rinnmasse verteilt sich. Nein, noch nicht. Aber der Goblin versucht sich zu wehren. Also der greift natürlich dich an. Verfehlt dich. Das ist auch kein Wunder, ist das ja echt verletzt. Aber du wirst auch weiterhin von einem Goblin attackiert. Der dich trifft. Ich pariere nicht. Natürlich nicht. Das sind 6 Punkte. Ich habe einen Rüstungswert von 2, also kommen 4 durch. Ich verliere 4 meiner 30 Lebenspunkte. Sehr gut. Ich finde es gut, dass du das so kommentierst. An der Stelle brauchst du mich nicht. Vielleicht hilft das im Internet. Du musst das auch so sehen. Lebenspunkte regenerieren sich, Waffen nicht. Deswegen würde ich generell eher nicht parieren. Die Technik könnt ihr anwenden, ist kein Problem. Das ist so schlau. Ich schütze die Waffe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Spiel so gedacht ist. Ist aber nicht schlimm, ich habe noch einen weiteren Angriff auch für dich. Vorbei. Und ich habe einen letzten Goblin, der jetzt noch mitten in den Raum reinwischt, der einen von euch noch von hinten attackiert. Nämlich den Zwerg, weil der ist richtig gefährlich. Der ihn aber auch verfehlt. Die Charakterskizze des Zwergen ist toll. Ja. Sie besteht aus einem Helm, einem Bart und 2 Augen. Alles, was ein Zwerg braucht. Ja. So, damit haben wir schon die nächste Kampfrunde eingeläutet. Nubor. Ich steigere mich. Ich habe jetzt eine 18 statt eine 17. Noch ein bisschen und du schaffst auch einen kritischen Fetch. Gut. Sehr gut. Vielleicht steigt dann die Profaktor. Dann haue ich immer noch auf Goblin 3. Ja. Das mit einer 7 trifft. Natürlich trifft. Und er pariert nicht. Dann haben wir nochmal Glück gehabt. Dann kriegt der ganze 5 Schaden. Respekt. Goblin 1. Lass mich an dir vorbeihauen. Gut, das heißt, du wirst von beiden als 2 angegriffen und jeweils von einem. Nubor. Wer wird von 2 angegriffen? Der Zwerg. Der Zwerg, ja. Der Einzige, der hier Schaden macht. Der Einzige, der hier tatsächlich Schaden macht. Nein. Ja, du hast auch ordentlich Schaden. Nein. Nein. Wie viele Attacke haben die armen Goblins überhaupt? Das willst du nicht wissen. Okay. Das wäre total deprimierend. Stell dir mal vor, noch hier, schlechter. Stell dir mal vor, 7 Leute stehen in einem Raum und keiner tut irgendwas. Ja. Dann spielst du DSA. Das ist so nicht richtig. Das werden wir ja gleich sehen. Ich bin wieder dran. Du greifst jetzt an. Eine 3! Michael! Uhu. Das ist ein Nubor! Treffer. Ja, Nubor hat's geschafft, nicht ich. Nicht pariert! Welcher Goblin ist das überhaupt? Ah, nimm diesen Minimalschaden von 3. Würde sie mir ja nicht wehtun, ne? Nein. Welche Goblin ist das überhaupt? Ach, was weiß ich? 1, 2, 3 oder 4? 1, 3, du greifst Goblin 2. Ja, dann mach mal deinen Goblin. Wie viel? 3? Schon wieder die 7. Der Goblin pariert nicht. Der Goblin ist nicht in der Lage zu parieren. Das sind 8 Schaden. Okay. Haha! 19! Oh, kommt her! Jeder kann was kriegen. Also es sind immer noch 4 Goblins. Jeder kann was, außer mir. Michael, vorbei. Und jetzt hast du die 2 rausgewürfelt. Das ist ein meisterlicher Schlag. Aber hier kommt eine Sonderregel zum Einsatz. Nur Helden können meisterliche Schläge durchführen. Das heißt, du darfst ganz normal parieren. Wo ist denn da der simulationistische Ansatz, dass einfach alle das gleiche ist? Der trifft aber tatsächlich. Habe ich gesagt, du sollst irgendwie rummeffen? Gib mir meine Trefferpunkte, ich werde verletzt. Hervorragend, das sind 7 Punkte. Davon kriege ich 6 durch meine Kleidung. Damit bin ich bei 19 von 30 Lebenspunkten. Zwerg. Ist mein Helm geholt? Nein. Das ist nur mein Helm. Ich kann nur größere Ziele treffen. Die können nur größere Ziele, ja. Ich beschleunige das jetzt, indem ich W20 und W6 zusammen... Nein. Warum nicht? Weil das so nicht richtig ist. Aber ich habe aber getroffen. Und ich habe pariert.
Dann müssen wir jetzt mit... Bruchfaktor würfeln. Bruchfaktor! Zwei gehen rein! Bruchfaktor! Also, ich brauche einen davon für Schaden. Ich habe... Nein, der hat pariert. Und die Waffe zerbricht nicht. Ich möchte trotzdem einen W6. Vielleicht mache ich mal Schaden. Da sind noch genug W6. Ja, ich bin ja Bock. Es gibt viele W6, aber das hier ist meine. Bock würfelt schon wieder eine 1. Meisterlich. Würfel mal Schaden, Bock. Ich habe jetzt bei den Attributen besser gewürfelt. Gleich wird es anders. Quatsch! Und Bock hat den zweiten Goblin erlegt. Ah. Wollt ihr eigentlich auch mitmachen, oder? Eigentlich nicht. Nö. Nö, mit der Pfütze. Ich mach das schon. Wir können einfach gehen. Weißt du, wir gehen und essen. Wir gehen essen und der Zwerg regelt das hier. So, nix, hier wird weitergemacht. Keine Müdigkeit vorschützen. Jetzt habt ihr immer noch einen. Ich meine, er hat keine Müdigkeit vorschützen. Erschöpfung gibt's nämlich noch nicht. Ja. Kommt erst mit dem Ausbau. Also mit dem Ausbauset, da kommt der Ausdauer dazu. Keine Treffer diese Runde, ihr seid dran. Ich verfehle. Ich auch. Keine Treffer. Okay, fange ich mit Michael an. Treffer! Du darfst parieren. Ich schaffe eine Parade. Oh. Meine Waffe geht nicht kaputt. Meine auch nicht. Ist schön, dass wir nichts gemacht haben. Nein. Du. Ich muss mich erstmal bei ausruhen, weil es so nervenzerfetzend spannend ist. Würfelst du wohl auf der Stelle? Ich verfehle. Ich treffe. Goblin 4. Sehr gut. Parade? War das wieder eine meisterliche Attacke? Nein. Ausnahmsweise nicht. Und ich habe nicht pariert. Glück. Dann kriegt der heroische 4 Schaden. Mensch, du steigerst dich ja hier ins Unermessliche. Ich treffe. Immer noch Goblin 3. Mühsam und Eichhörnchen und so. Vorbei. Nicht pariert, wollte ich sagen. Ja, das sind 6 Punkte. Das reicht aber genau, weil der war ja schon verletzt. Genau so geht das. Kardesch. Ja, ich schau mir das von dem Zwerg ab, ja. Aha, so. So, man muss aus. Ja, so, wir haben nur noch 2 Goblins. Deswegen geht es schon wieder das. So ein kleiner Presswurf dabei. Und einer von denen versucht tatsächlich die Flucht zu ergreifen. Und rennt zurück Richtung der Tür. Während der andere das augenscheinlich noch nicht bemerkt hat, mit so einem noch wild nach dir sticht. Na, danke. Und ich habe erfolgreich trifft. Ich pariere erfolgreich. Der Goblin guckt auf die Reste seines Säbels. Ich glaube, wir sind in so einer Art Free-to-Play-Universum gefangen, wo die Waffen sich so stark abnutzen, dass du echt Geld investieren musst, damit du ihren vernünftigen Kram bekommst. Was machst du mit dem armen Goblin, der mit seinem zerbrochenen Säbel vor dir steht und dich... Ich probiere das nochmal mit dem Abstechen. Der hat bestimmt Blut dabei. Ich verfehle ihn. Stirb! Ich konnte das Opfer nicht töten. Es sah mich traurig aus. Stirb! So. Ich laufe dem fliehenden Goblin hinterher und versuche ihn aufzuhalten. Ja, okay. Dann darfst du einen Angriff machen. Der trifft nicht. Okay, du verfehlst ihn und der Goblin stürzt durch die Tür damit und schlägt sie hinter sich zu. Oh Mist. Ich versuche ihm zu helfen mit seinem Goblin, ja, weil ich bin zu langsam, um hinter irgendetwas herzulaufen. Ja, das stimmt. Aber ich treffe auch nicht. Natürlich nicht. So. Steht die Tür zugezogen. Kennst du den Sturm? Stehen zwei Krieger einem waffenlosen Goblin gegenüber und nichts passiert. Michael! Oh, ich muss angreifen, ja. Nein! Ja, okay, ich treffe nicht, weil ich so ungeschickt bin. Sonst Standard-Abenteurer hätte ich. Ein normaler Abenteurer. Aber mit Geschicklichkeit 8 ist mir das nicht vergönnt. Mann. Der Goblin steht da, lässt die Reste des Säbels fallen. Nix mich! Kriegen wir einen Angriffsbonus, weil er hilflos ist? Ja. Ist das so ein Regelsystem vorgesehen? Nein, das ist Meisterwillkür. Was möchtest du tun? Rede, wo ist die je nach Geschmack süße Silvana? Ich hätte meine Angst, man lebt. Oh, Mensch! Was? Ich weiß nicht. Das Menschenweibchen, das ihr entführt habt. Ich habe niemanden entführt, ehrlich nicht. Wer hat jemanden entführt? Mit der... Rede! Piraten! Gute Antwort. Aber in der Zwischenzeit. Aha, die steht vor der geschlossenen Tür. Ja. Die Havena Kellerpiraten. Was für eine Tür ist das? Das ist so eine Tür. Ah, keine Ahnung, steht hier nicht. Aber es ist eine Tür, da bin ich mir sicher.
Und zwar so. Wieder steht nicht, aus was sie gemacht ist. Nein, kein Witz. Hier steht zwar, ob die Wände verputzt sind oder nicht, aber hier steht nicht, aus was die Türen sind. Okay. Also, die Tür ganz dort ist wie gesagt zu, aber es ist jetzt so eine Tür, wo du schon das Gefühl hättest, so ein starker Zwerg wie du, wenn er sich mal mit vollem Anlauf dagegen wirft, könnte. Ich klopfe erstmal. Bekommen wir die. Es gibt ja noch Monsterklasse, oder? Pock. Ja. Muss man dafür den Gegner besiegen oder überwinden? Töten oder überwinden? Überwinden. Okay. Kriegen wir also schon Erfahrungspunkte für den... Ihr müsst den Goblin jetzt nicht abstechen, wenn man seine Abwehrpunkte. Ich möchte das nur klären. Wer weiß, das sind alle Oldschool-Sachen. Das nein. Ist ja immer... Überwinden. Okay. Du klopfst an die Tür. Ja. Höflicher Zweig. Hallo. Ja, das passiert nicht. Silvana? Hallo, Silvana? Seid ihr da hinten fertig? Ja. Darf ich gehen? Ja. Aber leg den Weidenkorb wieder auf, die Klappe. Okay. Also er nimmt die Beine in die Hand und... Nimm das schmutzige Stroh weg. Mit in der Roma und wirft das weg. Das Stroh ist verbraucht. Moment, hast du irgendwelche Wertsachen bei dir? Nein. Haben deine Freunde irgendwelche Wertsachen bei sich? Würfel mal auf Charisma. Ja. Stört es den Goblin sehr, dass ich schmutzige Füße habe? Ja. Okay. 7. Dann hast du es nicht geschafft. Nein, habe ich nicht. Du hast es nicht geschafft, was so viel... Doch, hast du. Nein, ich habe 10 gewürfelt. Ja. Ich hätte nur 7. Ach so. Wegen des Schmutzes. Mimi. Also er findet dich so widerlich und damit so einschüchternd. Dass er nicht... Ja, da drüben im Hause, Chance! Und dann rennt weg. Danke. Ich denke, wir sollten diesem eingeschüchterten Goblin vertrauen und in diesen Raum gehen, auf den er gezeigt hat. Auf welchen Haus hat er denn gezeigt? Hat er nach auf die gezeigt, Tür. Oder? Das sind 3 in diesem okay, Raum. Okay, aber er hat zur Tür gezeigt, vor der Zwerg steht und immer noch klopft. Hallo? Hallo? Soll ich dann mal kräftiger anklopfen? Klopfe er kräftiger an. Dort soll es Schätze geben. Dann klopfe ich mal mit einem kräftigen Tritt an. Würfel auf Körperkraft. Gerade so geschafft. Nummer 12. Boom! Was hättest du gemacht, wenn er es nicht geschafft hätte? Vielleicht hätte ich ihn den Fuß brechen lassen oder so. Oh. Ein Fuß für dich. Du kannst nicht auf Türen drehen. So, also, du trittst gegen die Tür und tatsächlich hört man ein Knacken und ein Knirschen und die Tür springt so ein bisschen auf und es gibt ein erschrecktes Kreischen von der anderen Seite und jemand drückt die Tür wieder zu. Ja, dann? Machst du kaputt. Zu zweit. Dann stemmen wir uns mal zu zweit gegen. Okay, das schafft ihr dann ohne Probleme, weil da müssen wir jetzt nicht drauf würfeln. So stark ist der Goblin einfach nicht, nachdem vor allen Dingen das Schloss schon hin ist. Ihr drückt die Tür auf und der Goblin weicht zurück mit seinem Säbel in der Hand. Und willst du das gleiche Schicksal ereilen wie deine Kumpanen? Ich ergebe mich! Ist das ein Nein? Ich bin unsicher, ich spreche kein Goblin nicht. Ich spreche eure Sprache! Wo ist Silvana? Und wo ist euer Gold? Würfel mal auf Karl. Basta. Eine 20. Oh mein Gott, du bist so hässlich! Er wirft sich von dir auf. Töte mich nicht, du traunhaftes Schlammmonster! Okay. Nubor, das Schlammmonster. Moment. Grauenhaftes Schlammmonster. In den Sack da drüben hat mein Bruder 4 Dukaten eingenäht. Die sollen dir ein sein, wenn du mich verschonst. Okay. Hol mir die Dukaten. Wie groß ist der Raum? Ich muss hier zeichnen. Okay, Entschuldigung. Das hatten wir ganz vergessen. Ja. Yeah. Der Raum misst von Süden nach Norden 5 Meter und von Westen nach Osten 3 Meter. Er besitzt eine Tür in der Westseite. Ist die Tür mittig? Der Plan ist sogar genordet. Wände und Decke gleichen in der Bauweise Raum 1. Vielleicht eine schöne Beschreibung. An der Ostwand stehen 4 Spinde, die ein paar rostige Waffen und wertlosen Plunder enthalten. Wo waren die Türen? Im Westen und im Norden, ne? Nein, nur eine. Nur die eine Tür. Das war's. Es ist eine Sackgasse. Es ist eine Sackgasse. Da ist das. Hast du das Stroh mit Zwergenpipi auf die Karte geschrieben? Ja. Und Sternchen Mief, Sternchen. So, also, da und unten an der Wand liegen Strohmatten. 4 kleine Säcke. Worum der 5. geschlafen hat. Der musste immer vorne auf den Stroh. Das war der Stroh. Die haben sich mal abgewechselt. Einer musste immer Patrouille laufen. Der musste vorne auf den Stroh schlafen. Ja, also, der Goblin kriecht auf jeden Fall zu einem dieser Schlafsäcke und kreist es dann so auf und holt so 4 Dukaten raus. Und Gut.
Ihr dürft ihn jetzt auch was fragen. Geh her. Der rennt raus. Ja, hier ist die Silvana offensichtlich nicht. Such nach Geheimgängen. Ei. Das hier ist eine Sackgasse und ich habe keine Lust auf Backtracking. Guck mal, wir haben noch eine Tür. Wand an. Ja, aber ich habe keine Lust auf Backtracking. 3W6. Spreche ich Polnisch? 11. 11. Kalt. Du musst noch höher sein. Diese Wand ist. Eine andere sehr kühl. Möglichkeit sehe ich nicht. Dann. Guck haben ich die noch Zwerge deswegen Wärmesicht bekommen? Klatsch. Dann gucke ich mir nochmal die. Ich finde das einleuchtend. Östliche. Na gut. Wand an. Dann würfel noch. 15. Kalt. Das ist dieselbe Mauer. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir halt zurück in den Raum mit dem zollgepissten Stroh. Das ist der Goblin hoffentlich weggeräumt. Sehr gut. Da hat der fliehende Goblin noch das Stroh weggeräumt? Ja, Teile zumindest hat er augenscheinlich mit. Boah, wenn ich gleich hochkomme und da liegt der Strohkorb nicht auf der Falle, dann suche ich mir den. Dann suche ich mir den Goblin. Also dann, jetzt kann man keine guten Goblins mehr. Gibt richtig eine hinter die Löffel. Okay, habe ich verstanden. Wir haben doch jetzt noch einen Goblin. Nein, der ist weg. Ihr habt alle Goblins weggeschickt. Ihr seid goblinfrei. Also bis auf die paar Leichen, die gerade noch liegen. Also es liegen ja 3 tote Goblins noch da rum. Ihr steht in einem Raum mit noch ein bisschen vollgepisstem Stroh und einem toten Goblin. Nee, 2 toten Goblins. Gehen noch. Gehen noch. Die so anfangen. Aber gut, dann öffne doch mal die Tür. Gut, ihr betretet einen Gang. Zu speziell. Der Gang ist 3 Meter lang, 1 Meter breit und 2 Meter hoch mit einer Tür am Süd- und am Nordende. Ausgemauerte und verputzte Wände. Durch diesen Stuckateur, das Abenteuer. So, sehr schön. Und am Ende des Ganges, am Ende dieses 3 Meter langen Ganges, wohlgemerkt, ist eine Tür. Es ist wirklich alles sehr eng hier. Ja. Wenn also ich möchte da nicht drin wohnen. Also nee. Wo die 5 Goblins drin gewohnt haben, sind ja neben den Spinden auch noch Tische und Schlafsäcke. Also aber sie sind klein, die nehmen so viel Platz weg. Mhm. Und nirgends in welchen Lebensverhältnissen sind, haben sie uns jetzt auch nicht erzählt. Das, also wir nee. Hatten den Stroh hier in der Ecke liegen. Ja, jetzt möchte der Zwerg vielleicht nochmal anklopfen? Ich klopfe nochmal an die Tür. Du klopfst ernsthaft an? Ja, mit dem Fuß. Okay, du trittst die Tür auf. Ich trete die Tür auf. Die Art von Angriff. Ja, dann würfel mal. Ich schaffe es. Mit einer 9. Bumm! Du trittst die Tür aus dem Rahmen. Und jetzt kommt die Szene, auf die der Michael sich schon seit Anfang des Abenteuers wahrscheinlich gefreut hat. Der Raum ist recht groß. 5x5 Meter. Es muss ja auch eine ganze Familie drin leben. Woher weißt du das? Wo sind denn die Türen? Er besitzt je eine Tür in der Mitte der Süd- und der Ostwand. Eine Öffnung in der Westwand ist durch einen Vorhang verhängt. Und nämlich die ist im zweiten Kästchen von unten. Wo kannst du vielleicht auf den Vorhang eintreten? Ich versuche es. Mach mal das mit Geschicklichkeit. Bauweise der Wände und Decke wie gehabt. Stuckateur. Raum 3 ist die Wohnstube einer Ork-Familie. Was ihr recht genau daran erkennt, dass ich euch die folgende Szene offenbart. Home Invasion bei der niedlichen Ork-Familie. Die haben was zu essen. Ah! Ah, Orken! Hier! In Havena! Genau. Im Keller! Von weiß ich nicht wem. Mann. Da habe ich seit 14 Jahren schon keinen mehr drin erschlagen. Genau. Also, da sind tatsächlich in dem Raum sind tatsächlich auch noch sind 2 Betten drin. Und ein Tisch steht da. An dem Tisch sitzen gerade 2 halbwüchsige Orks, wohingegen der weibliche Ork den Tisch deckt und der männliche Ork da steht und augenscheinlich gerade was erzählen will. Der steht da nämlich so. Sie wollen uns mit ihren Tellern angreifen! Und guckt in eure Richtung mit einem seltsam erstaunten Blick, als du die Tür eintrittst mit der Waffe in der Hand und schreit: Essen! Haben die Besteck in der Hand? Also das klingt irgendwie bedrohlich. Das ist eindeutig bedrohlich. Ja, also ich bin auch der Fest. Haben Sie Besteck in der Hand? Ja, die 2. Jetzt zieh deine Waffe! Initiative!
Ich trete den Tisch um. Um möglichst einen von den oder beide von den Jugendlichen da unter Schutz zu haben. Jugendliche Orks zuerst. Ja, okay, ich hab's ja verstanden. Meisterlich. Nein! Gott. Das ist eine Eins. Michael, das Schicksal möchte es. Michael, du bist ein Killer. Bitte, bitte. Ja, komm, jugendlicher Ort. Ja, dann sind es auch noch 7 Schaden. Okay, du stürzt auf den ersten Ort, trittst den Typen. Der zieht auch augenscheinlich wirklich noch das Messer, das er in der Hand hält, so ein ganz kleines Stück nach oben. Ganz klar Homewehr. Ganz klar Notwehr. Notwehr. Das ist nur präemptiver Schlag für Notwehr. Ja. Präemptive Notwehr. Ich und jetzt sind wir an dem Punkt, wo er, wenn wir falsch liegen, einen unbewaffneten Jugendlichen angegriffen hat und dafür sollten wir keine Zeugen hinterlassen. Das wäre mir nicht dafür, dass wir auch angreifen. Ja. Wir haben den kritischen Muss von einem Unfall zu Absicht werden. Ja. Ja. Das können wir keinem mehr erklären, was hier passiert ist. Solange die alle Erfahrungspunkte geben, ist mir das egal. Ja, mein Name ist Wolf, ich löse Probleme. Alles klar. Sehr gut. Dann Zwerg, was machst du? Ja, Kurzschwert in Ork. Welchen? Mama Ork? Papa Ork? Den Papa Ork, der ist Papa. Der größte und gefährlichste. Der eindeutig. Papa Ork! Der hat uns auch angeschrien. Ja, der hat mich bedroht. Der hat irgendwie was von draußen aus meiner Wohnung geholt. Auf Orkisch aber. Das klang wie eine Beleidigung. Ja, absolut. Der hat bestimmt was über meine Mutter gesagt. Bitte. Ich treffe mit einer 2. Natürlich tust du das. 2 ist bei DSA 1 übrigens auch schon ein meisterlicher Schlag. 1 und 2. Oh. Von daher darfst du dann auch mal wieder. Ist dann auch 19 und 20 Patzer? Ja. Dann sind es 7 Schaden. 7. Das ist super. Wir treten die Tür ein und wechseln die einfach ohne Gegenwehr nieder. Ja. Also die haben Klamotten an, die sind nackt. Also wer eine Rüstung trägt, der erwartet ja sowieso einen Kampf. Das heißt, es sind so viele zum Beispiel jeder, der hier sitzt. Ja, aber wir wollen ja jemanden retten. Weil du sie mir geschenkt hast, ja, sonst wäre ich hier im Leben. Genau, ich trage keine Rüstung. Wenn du ein Non-Kombatant bist, warum trägst du dann eine Rüstung? Das fragen wir nicht, das fragen wir hinterher die Leichen. Ich will auf Mama Ork los. Auf Mama? Oh, ja. Catfight! Ich treffe sogar. Gott, Mama Ork. Wenn sie hilflos sind, ist das viel einfacher. Mama Ork versucht mit dem Teller in der Hand zu parieren, schafft es aber nicht. Das sind 9 Trefferpunkte. Sagst du, das ist echt so South Park. Ja. Klatsch. Hatten wir eigentlich sowas wie eine Überraschungsrunde? Blutspritzknopf. Hatten wir sowas wie eine Überraschungsrunde, sodass wir auch nicht... Nein, Überraschung gibt es bei DSA 1 dran. Okay, die sind jetzt also auch dran. Wie viel Mut haben die denn? Nicht zu vergleichen mit euch. Wir sind auch Helden. Nur, ach ja, Mut 8. Aber dann, also die männlichen Orks sind so mutig wie... Die männlichen Orks sind mutiger als die Mama-Orks. Ach nee, die erwachsenen Orks. Ah, ich wollte schon sagen, ansonsten wäre das ja total moralisch fragwürdig, was hier passiert. Okay, Entschuldigung. What? Das war nicht sexistisch gemeint. Also, Sexismus ist moralisch fragwürdig. Mama Ork versucht dich zu hauen. Ja, soll sie mit dem Teller. Mama Ork trifft. Das ist ein nicht kariert, was egal ist. Oh. Aber trotzdem 4 Punkte. Mit dem Teller? Ja. Das ist ein gefährlicher Teller. Dieser Teller zerspringt dabei auch, ist aber nicht schlimm, weil sie hat direkt danach... Noch einen. Jetzt habe ich noch 16 Lebenspunkte. Sie hat noch einen kleineren Teller. Ein Nudelholz in der Hand! Was? Steht da nicht, raus mit meinen Unterlagen. So. Spieler damit gehört. Dann haben wir noch den Papa-Ork. Der trifft nicht. Der ist noch... Ich hab doch gesagt, raus! Greift der andere? Ha, greift beide Teenager mich an? Ja. Keine Herausforderung für unsere scharfen, geschmiedeten Waffen. Aber beide sind noch völlig verwirrt. Ein bisschen eingeschüchtert. Man könnte auch sagen, entsetzt darüber, dass 3 wildfremde Gestalten in ihre Wohnung reinstürmen. Und er dem einen schon irgendwie, keine Ahnung, das Ohr abgeschlagen hat. Michael. Hey, wir sind hier die Helden. Was wir tun, muss heldenhaft sein. Du. Aber ich patze. Du zertrümmerst in deinem Übermut mit deinem Schlag nur den Tisch. Oh, den ich schon umgetreten hatte. Treffen mit einer 7 sogar. Nicht pariert. Und beim Patzer kommt auch keine Bruchfaktorprobe? Ja. Das sind nochmal 7 Schaden. Darf ich die Würfel dann für zu Hause behalten? Nein, das sind meine Würfel. Du kannst ja noch ein paar Aventurias kaufen, da sind die ja drin. So, also er lebt noch, aber ist schon schwer verletzt. Ja. Mama Ork. Ich treffe. Kritisch. Das ist ein meisterhafter Schlag. 7, 8. Klatsch! Mama Ork lässt das Nudelholz fallen und geht zu Boden. Da geht sie down. Down geht sie. Und instant tauchen auf meinem Konto neue Abenteuerpunkte auf.
So, aber Papa Ork setzt sich noch zur Wehr. Trifft. Ich pariere. Bruchfaktor. Eine 6. Ja, du weißt nicht, was der Bruchfaktor von deiner Waffe ist. 2. Aber seine Waffe hält auch stand. Was ist seine Waffe überhaupt? Da lag so ein großes Küchenmesser rum. Das bezeichnen wir bitte offiziell als Entermesser. Ah. Das war so groß. Er war ja Pirat. Das ist eindeutig eine Waffe. Er ist eindeutig ein Pirat. So. Und die zwei Halbwüchsigen stürzen sich wieder auf dich. Natürlich. Also stürzen sich mit, also mit Schaum vor dem Mund, könnte man sagen. Sie kreischen irgendetwas, was eindeutig irgendwelche Kriegsschreie sind. So was wie, Mama, Mama, Mama! Diese gutturalen, ich weiß nicht, tierhaften. Ein Treffer mit dem... mit der ich pariere. Komm! An meinen stahlharten Bauchmuskeln verbiegt sich der Löffel und er wird mich nicht mehr schaden. Du hast mit deinem Bauch pariert? Den Löffel schon. Gott, du bist dran. Ich treffe ihn. Er pariert nicht. Frisst diese 6 Punkte Schaden. Du wirst mich nochmal mit deinem Löffel angreifen. Zack. Dann muss man konsequent bleiben. Nicht drüber nachdenken! Nein, ich schlag mal nach dem Papa und treffe nicht. Ich versuche den Papa von hinten abzuwürgen. Ja. Ich treffe auch nicht. Ja, sowas macht man nicht. Also in dem 5x5 so Meter großen Raum ist das von hinten eher fast unmöglich. Weißt du, wenn 4 Goblins durch den 1 Meter breiten Gang passen, dann können wir auch die Ork-Familie in ihrer Heimat machen. Ihr versucht ja immer so mit quent im Nachdenken dran zu gehen. Das ist ich habe hier übrigens den abgeschnittenen Schriftzug. Das ist vollendet. Sehr löblich. Ich finde das gut. Habe ich schon eine neue Kopie von. So, Michael wird angegriffen. Ja. Sie, also dieser halbwüchsige Goblin kreischt wieder irgendwas von ich hab meinen Bruder umgebracht! Oder irgend sowas komisches. Also es ist auf jeden Fall widerlich. Du bist dran, der trifft dich aber. Ja. Die haben keine meisterlichen Angriffe. Ich 19 mich mal durch die Parade. Boah. Du nimmst 5 Punkte. Da kommen 3 durch. Ich habe noch 23. Und? Verfehlt. Der Erwachsene auch trifft dich nicht. So. Hier. Nubor. Nubor verfehlt. Bock. Bock auch. Das ist jetzt keine Herausforderung mehr. Ich auch. Treffer. Ich pariere nicht. Das machst du gut. 2 Punkte. Es prallt an meinem Waffenrock ab. Bling! Das war ja auch wieder nur eine Vorlegegabel oder sowas. Wahrscheinlich. Ich pariere nicht. Das war eine Kuchen. Das sind geschmeidige 9 Punkte Schaden. Bei diesem okay, dann sind 2, 7 habe ich noch 28. Sie könnten biegsam sein. Das sind oder streichzart. Biegsam 9 Punkte Schaden. Auch seltsame Vorstellung. Okay, du das tut dir recht gut. 2, ich treffe. Meisterhaft. Meisterhaft. Oh. Das sind 5 Punkte Schaden. Ja. Ich greife den weiteren Teenager, also den kleineren Ork, der weniger bedroht ist. Ich will mich ich bei... Nicht, ich kann meine Zusammenarbeit in diesem Format moralisch nicht mehr vertreten. Seit ihr begonnen habt, Unschuldige abzumetzeln, haben wir 5 User schon verloren. Ja, ich dachte, die wollten die volle DSA-1-Erfahrung haben. Es ist, ich habe nur das geschrieben, was hier drin ist. Er trifft den Ork-Vater. Ich treffe den Ork-Vater, genau mit der 10. Wie viel Schaden machst du denn? Obwohl, er kann ja noch parieren. Er könnte noch parieren. Der Vater kann noch parieren. Was er auch nicht schafft. Gut, dann kriegt er 6 Schaden. Okay, du streckst ihn nieder und der letzte halbwüchsige Ork, der steht so, hält die Arme über den Kopf. Das ist das offizielle. Er versucht es zu würgen, bring ihn um. Den Schritt da hinten. Zur Sicherheit schlage ich nochmal drauf. Ich treffe aber nicht. Es war nur, um ihn einzuschüchtern. Das ist eine Taktik. Er ist eingeschüchtert. Also er ist irgendwo in der Ecke sich zusammengekauert eben an der Stelle. Was habt ihr der armen Silvana angetan, ihr Tiere? Ihr grausamen, grässlichen Monster. Wirf mal bitte auf Charisma. Ich lege... Wer von uns beiden? Er nicht. Das ist so. Vielleicht kann ich ihn wieder mit meinen schlampig geschmutzten Stiefeln einschüchtern. Bitte nicht.
Witzig! Spricht er jetzt unsere Sprache? Nein, also mehr so ein gutturales. Könnte man, also, ja. Er könnte uns verfluchen. Ist hier was zu essen? Ja. Ich habe ja gerade zu Abend gegessen. Also. Aber ich habe den Tisch umgestoßen. Ja, das stimmt. Das heißt aber auch nur, dass das Essen jetzt weniger Charisma hat. Ah, stimmt, Schlamm hat ja nur weniger Charisma. Wie viele Nahrungseinheiten hat es? Wo habt ihr eure Schätze versteckt? Wir haben nichts. Ah, jetzt geht doch unsere Sprache. Also, Entschuldigung. Wo ist Silvana? Was habt ihr dieser armen Frau angetan? Frau, wie hier, nur ohne Waffen. Glaube ich. Piraten. Diese Havena-Kellerpiraten. Das ist, also welche Himmelsrichtung hat er gezeigt? Ja, in die eine Tür, die da noch ist. Ja, aber hier ist noch ein Vorhang. Das stimmt. Ich reiße den Vorhang beiseite. Vielleicht versteckt sich da noch ein Ort. Ich durchsuche den Raum nach Wehrzeichen. Möglicherweise einer, der noch okay, einer nach dem anderen. So. Während du den Vorhang von der Wand reißt, fängst du an, alles in den Schubladen rauszuholen. Ich durchsuche natürlich auch die Leichen. Und den Gefangenen. Gott. Ich versuche, was zu essen ist. Erster Satz hier oben. Die Orks besitzen keine Wertsachen. Aber der Meister soll die Helden ruhig eine Weile in den Betten und Schränken suchen lassen. Herzlichen Glückwunsch. So, du reißt den Vorhang zur Seite. Das ist gut, im Rollenspiel zu machen. Ja. Ihr durchsucht eine Weile die Schränke und Betten. Okay. So, düm, düm, düm. Sie sind mit Daumen gefüllt. Warte, soll ich noch ein paar Minuten fokussieren, um das darzustellen? Der Gang verläuft 3 Meter von Osten nach Westen und knickt dann nach Süden ab, wo er vor einer Felsschicht endet. Er ist 1 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der ist eindeutig gerade aus dem Erdreich rausgegraben worden. Hier hinter dem Vorhang. Ja. Also, ihr geht 3 Meter? 3 Meter, dann knickt er nach Süden ab. Die wollten in den nächsten Keller sich buddeln. Das ist hier relativ eindeutig. Vielleicht planen die so einen Bankraub. Vielleicht wollen die einfach eine größere Wohnung. Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, führt dieser Gang auch nur wieder zurück zu dem Gang. Also vielleicht sind sie sehr orientierungslos. Ich gehe um die Ecke. Also man muss aber auch noch ehrlich sagen, für Piraten ist jetzt Kellergraben nicht die vorrangige Handwerksfähigkeit. Ich schätze mal, sie haben diesen Gang gegraben, haben dann festgestellt, dass sie hier nicht gut weiterkommen und haben dann von da einen Gang gegraben. Das ist meine Analyse. Das könnte sein. Ich könnte was sagt das der Stein? Die Frage ist aber allerdings, wenn dieser Gang hier von den Orks und den Piraten gegraben wurde, warum gab es denn hier tatsächlich eine Falltür drüber? Vielleicht wollten die das... Haben die an ihrem vielleicht haben die mal Gang angefangen. Stell dir mal vor, du fängst an zu graben, dann merkst du, huch, im nächsten Raum sind ja Goblins. Und dann hörst du auf. Nein, ich meine, wenn die Bösen den Gang gegraben haben, um Silvana zu entführen. Warum haben sie dann am Ende noch höflicherweise eine Falltür installiert? Weil es Orks und Goblins sind. Das war aber nicht nett! Das ist nicht der eingeschüchterte Ork, Junge. Nein. Das ist eingeschüchterte Ork. Nein. Weil ihr alle in diesem Gang augenscheinlich standet euch drüber zu sagen: Bla, 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 die haben eigentlich schon seit Stunden. Hat mich jemand gefangen? So. Ihr dreht euch um. Der schwört jetzt ewige Rache. Das ist in 2 Editionen, ist das der Ork-Held, dessen Eltern von Menschen erschlagen wurden. Ja. Und einem Zwerg. Und einem Zwerg, ja. Ich finde das nur konsequent. In dem Raum steht diese seltsame Gestalt, die ihr schon kennengelernt habt, mit dem knallgelben Lendenschutz und der blauen Haut und spitzen Ohren. Und der Hast du mit Silvana gemacht? Pirat? Wie? Ich würde sagen, wir klären das mit Initiative. Wie echte Helden. Ich laufe auf ihn zu, um ihn mit meinem Kurzschwert abzustechen.